Ich glaube, ich bin damit nicht alleine, aber ich habe mir auf jeden Fall während meiner ersten Schwangerschaft sehr krass viele Gedanken darüber gemacht, wie ich zunehme und wie sich mein Körper während der Schwangerschaft verändern wird. Ich hatte nämlich einfach krass Angst davor, dass sich mein Körper zu sehr verändert und ich mich nie wieder darin wohlfühlen werde. Spoiler, mein Körper hat sich verändert und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie jetzt. Das hängt aber meiner Meinung nach viel weniger mit dem Gewicht zusammen als mit der Art und Weise, wie man zu sich selbst steht und was man für sich selbst tut. Ich brauche zum Wohlfühlen zum Beispiel einfach Kleidung, die mir gut passt. Eine gut sitzende Jeans zum Beispiel, die bequem ist und auch gleichzeitig gut aussieht. Ich habe auch echt lange nach einer perfekten Jeans gesucht und bin bei Armed Angels endlich fündig geworden. Mir ist es so wichtig, dass eine Jeans eben auch gut passt, nachhaltig ist und mich dann auch einfach eine Weile begleitet, weil bei dem Herstellungsprozess von Jeans eben auch einfach super viel CO2 ausgestoßen wird. Deshalb finde ich es einfach wichtig, dass man dann auch hochwertige Jeans kauft, damit man die eben länger tragen kann. Armed Angels setzt zusätzlich, um den Nachhaltigkeitsfaktor nochmal zu verstärken, auch noch auf biozertifizierte Baumwolle und recycelte Baumwolle. Dazu trage ich super gerne meinen aktuellen Lieblingspullover, auch von Armed Angels, und durch die zeitlosen Looks kann man diese Sachen wirklich super lange tragen. Aber natürlich ist Kleidung nur ein Faktor, wie man sich nach der Schwangerschaft eben fühlt, und gerade weil unsere Gesellschaft so auf diesem Optimierungszug aufgesprungen ist und das Aussehen einfach auch extrem wichtig ist, ist es klar, dass es vielen Frauen während der Schwangerschaft super viel Druck macht, weil sie Angst haben, wie sich ihr Körper eben danach verändern wird. Bevor es losgeht, ich würde mich super freuen, wenn ihr sowohl meinen Kanal hier abonniert, als auch bei meinen anderen Kanälen vorbeischaut auf Instagram und TikTok. Ich heiße überall Marlies Johanna. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Schwangere begegnen einem überall. Also nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Social Media. Zum Beispiel die Momfluencerin, aber auch in irgendwelchen Promi-News, wenn halt Prominente gerade schwanger sind. Tatsächlich ist es aber sogar relativ neu, dass Schwangere überhaupt Präsenz haben. Schwangerschaft war nämlich super lange ein Tabuthema und galt als vulgär. Und mit super lange meine ich wirklich super lange, denn bis, jetzt aufpassen, 1991. 1991 erschien ein Bild von der schwangeren Demi Moore auf der Vanity Fair. Und damit war dieses Tabu dann erstmal gebrochen. Zumindest ein bisschen. Wenn man sich Demi Moore nämlich anschaut, sieht man, dass sie eine ziemlich perfekte Schwangere verkörpert. Keinen einzigen Dehnungsstreifen auf dem Bauch und generell hat sie nirgends ein Gramm Fett zu viel. Sie ist einfach nur eine ganz normale, normschöne, schlanke Frau mit einem runden Bauch. Die Schwangerschaft raubt ihr also nichts von ihrer Ästhetik. Sie ist einfach immer noch wunderschön. Das ist für viele Schwangere aber nicht die Realität. Bei 90% der Frauen treten während der Schwangerschaft oder spätestens unter der Geburt Dehnungsstreifen auf. Das ist auch total logisch und vollkommen normal, weil die Haut wird ja natürlich extrem gedehnt. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob Demi Moore zu diesen 10% glücklichen Frauen gehört oder ob ihre Schwangerschaftsstreifen einfach wegretuschiert wurden. Fakt ist auf jeden Fall, wie viele Streifen man bekommt, hängt erstmal mit genetischen Faktoren zusammen. Trotzdem findet man im Internet viele Tipps und Tricks, wie man diese Dehnungsstreifen am besten loswerden kann. Am Ende steht dann irgendein Produkt, was man im Idealfall kaufen soll, und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Produkte auch gekauft. Ich habe in meiner insbesondere ersten Schwangerschaft super viel meinen Bauch eingeölt und eingecremt, auch weil die Haut einfach generell spannt. Ja, aber Dehnungsstreifen habe ich trotzdem bekommen. Aber das sind jetzt eben nur diese Schwangerschaftsdehnungsstreifen. Bei 80% aller Schwangeren treten Wassereinlagerungen auf. Insbesondere in den Beinen. Das heißt, die Beine schwellen ganz unangenehm an und diese Frauen müssen dann Kompressionsstrümpfe tragen, damit sie nicht diese Schmerzen ertragen müssen und damit die Beine nicht so dick werden. Das war bei mir in meiner zweiten Schwangerschaft auch der Fall. Mein Knöchel war einfach genauso dick wie meine Waden. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Außerdem bekommen etwa 40% aller Schwangeren zusätzlich auch noch Krampfadern. Es ist also mehr als normal, dass sich der Körper während der Schwangerschaft verändert und das auch irreversibel. Außer man kann sich jetzt irgendwie eine Schönheitsoperation leisten, um Krampfadern und Dehnungsstreifen zu entfernen. Zumindest die Wassereinlagerungen gehen dann wieder von alleine weg. Aber Wassereinlagerungen führen eben dazu, dass man rein optisch eben nicht mehr ganz so makellos aussieht, wie jetzt diese Demi Moore auf der Titelseite, weil man dadurch eben aufgedunsener wirkt, weil eben dann nicht nur der Bauch rund ist, sondern vielleicht auch die Beine. Manche Frauen bekommen größere Füße. Dass die Füße dann größer sind, kann übrigens dann auch so bleiben. Und andere Frauen berichten sogar davon, dass sich ihre Nase unter der Schwangerschaft verändert hat.
Aber das mit der Nase bildet sich anscheinend auch nach der Schwangerschaft wieder zurück. Also habt jetzt keine Panik, dass eure Nase nie wieder so wird, wie sie mal war. Nun ist jetzt ja mittlerweile Demi Moore nicht mehr die einzige schwangere Person in der Öffentlichkeit, aber das Bild von der schwangeren Person hat sich eigentlich nicht verändert. Es ist immer noch diese makellose Frau, die präsentiert wird oder vorzugsweise präsentiert wird, und Schwangerschaft wird auch einfach als was sehr Ästhetisches dargestellt, was es aber für viele Frauen in der Realität einfach häufig nicht ist. Es ist total cool und super, dass schwangere Frauen endlich Sichtbarkeit bekommen und dass Schwangerschaft kein Tabuthema mehr ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es da noch Verbesserungsbedarf gibt, weil in den Medien schon teilweise ein falsches Bild darüber entsteht, was Schwangerschaft und Geburt so mit einem Körper macht. Es ist nämlich komplett normal, dass man während der Schwangerschaft zunimmt und dass sich der Körper verändert. Je nach BMI soll die ideale Gewichtszunahme zwischen 5 und 18 Kilogramm liegen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Spektrum. Dabei verteilt sich die Gewichtszunahme wie folgt. Bis zur 13. Schwangerschaftswoche soll man eigentlich kaum an Gewicht zunehmen. Von der 14. bis zur 24. Schwangerschaftswoche 250 bis 300 Gramm pro Woche. Und ab der 25. Schwangerschaftswoche sind es dann 400 Gramm pro Woche. Wenn man sich jetzt unsicher ist, ob man gerade zu viel oder zu wenig wiegt, findet man im Internet auch super tolle Schwangerschaftsgewichtsausrechner, in denen man dann seine Größe, sein Gewicht und seine Schwangerschaftswoche, das Ausgangsgewicht und sowas alles eingibt. Und dann wird ausgerechnet, wo auf so einer Kurve man sich befindet, ob man gerade drüber ist oder drunter oder perfekt zugenommen hat. Ich habe da mal ungefähr die Werte aus meiner ersten Schwangerschaft eingetragen. Ich weiß jetzt nicht mehr zu 100%, aber ich weiß, dass es ungefähr in diese Richtung ging. Die Grafik ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich denke, man sieht, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft, in der 17. Schwangerschaftswoche, über diesen durchschnittlichen Gewichtszunahme-Dingsbums, was auch immer war. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie ich damals aussah, und habe deshalb ein Bild von mir rausgesucht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe noch bis zum 6. Monat in meine Jeans gepasst und trotzdem habe ich bis zum Ende der Schwangerschaft fast 20 Kilo zugenommen. Wenn man jetzt aber nach diesen Kurven geht, dann hätte ich ja schon eine problematische Gewichtszunahme gehabt und hätte irgendwelche Maßnahmen ergreifen müssen, damit ich nicht weiter zunehme. Und obwohl ich so ausgesehen habe und noch in meine Jeans gepasst habe, habe ich diese Zahlen nicht mit Gelassenheit gesehen. Ich habe ständig mein Gewicht kontrolliert, mich hat das total verunsichert und ich hatte auch eine ganz andere Körperwahrnehmung. Wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann sehe ich, dass ich da noch mega schlank war, aber ich kam mir total fett vor. Aber schauen wir uns erstmal an, wie sich so eine Gewichtszunahme während der Schwangerschaft überhaupt verteilt bzw. durchschnittlich verteilen sollte. Das Gewicht des Babys bis zum ET sind ca. 3 bis 3,8 Kilo. Durch die Zunahme des Blutvolumens, also man hat einfach mehr Blut, hat man dann 1,2 Kilogramm mehr. Die Gebärmutter wiegt am Ende 1,3 Kilo, die Plazenta ca. 0,6 bis 0,8 Kilo, Fruchtwasser ca. 1,3 Kilo, Gewebsflüssigkeit 2 bis 2,5 Kilo. Die Brust wird schwerer, ca. 0,8 bis 1 Kilo schwerer, und halt dann noch mütterliches Depotfett in Vorbereitung auf das Stillen ca. 1,7 Kilogramm. Ich habe mir dann auch immer diese ganzen Tabellen angeschaut und mir überlegt, woran das liegen könnte, dass ich so viel zugenommen habe. Und ja, mein Baby wurde aber auch immer unterdurchschnittlich leicht quasi gemessen, und das heißt, ich konnte jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ich einen riesen Brummer in mir drin habe. Aber naja, also ich habe in meiner ersten Schwangerschaft auf jeden Fall 20 Kilo zugenommen, in meiner zweiten Schwangerschaft habe ich 8 Kilo zugenommen. Ich zeige euch jetzt jeweils ein Foto von mir mit meinem Schwangerschaftsbauch 3 Tage vor der Geburt. Also ich sehe da eigentlich kaum einen Unterschied. Ich muss sagen, in meiner zweiten Schwangerschaft bin ich eher auseinandergegangen, da hatte ich dann ein paar mehr Wassereinlagerungen, habe ich auch schon erzählt. Und habe mich generell auch ein bisschen runder gefühlt sozusagen. Ich hatte in meiner zweiten Schwangerschaft dann auch tatsächlich Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes, obwohl ich so leicht war und mein Baby auch eher leicht geschätzt wurde und klein. Ich sage das dazu, weil Schwangerschaftsdiabetes immer als Grund vorgeschoben wird, warum es super wichtig sei, das Gewicht von Schwangeren zu überprüfen, weil man eben mit einem höheren Gewicht dann ein höheres Risiko für Schwangerschaftsdiabetes habe. Das Gewicht wird nämlich regelmäßig kontrolliert beim Arzt. Bei jedem Kontrolltermin geht's auf die Waage und das Gewicht und die Schwangerschaftswoche werden notiert. Je nach Arztärztin bekommt man dann je nach Gewicht tatsächlich auch die Anweisung, dass man auf das Gewicht achten sollte, dass man darauf achten sollte, zuzunehmen oder abzunehmen, weil man eben nicht in diesem Normbereich ist. Ich hatte das Glück, nicht so eine Ärztin zu haben, der war es auch immer relativ egal, was da draufsteht. Ich hatte das nie kommentiert. Also es ist nicht immer nur das böse Social Media, was in der Hinsicht Druck macht, sondern es kommt dann auch tatsächlich von medizinischer Seite.
Das Gewicht sagt aber nichts über die Gesundheit aus. Das ist ein Satz, den man auch in der Body Positivity Bewegung oft hört und da ist wirklich was Wahres dran. Natürlich gibt es Korrelationen. Zum Beispiel das Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung steigt, wenn man größere oder mehr Wassereinlagerungen hat. Und dass man viele Wassereinlagerungen hat, kann ja auch durch das Gewicht erkannt werden. Aber nur weil ich viel an Gewicht zunehme, heißt das nicht, dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung bekommen muss. Und nur weil ich nicht viel zunehme, heißt es nicht, dass eine Schwangerschaftsvergiftung ausgeschlossen ist. Deshalb finde ich diese übertriebene Fixierung auf das Gewicht jetzt von medizinischer Seite während der Schwangerschaft irgendwie extrem problematisch. Ich meine, es würde von ärztlicher Seite ja vollkommen ausreichen, wenn man irgendwie das Ausgangsgewicht einmal notiert und dann bei Indikation, wenn es halt Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes oder eben Schwangerschaftsvergiftung gibt, das Gewicht nochmal prüft und dann prüft, wie viel denn eigentlich zugenommen wurde. Weil, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass gerade Frauen, die sowieso schon Probleme mit ihrem Körperbild und vielleicht auch ein gestörtes Verhältnis zu Essen haben, dann extrem Probleme mit dieser Fixierung auf das Gewicht während der Schwangerschaft bekommen. Das kann sich dann entweder in die Richtung ausprägen, dass diese Frauen dann die Schwangerschaft als Ausrede benutzen, um sich mal richtig gehen zu lassen, weil sie vielleicht sonst in ihrem Alltag ihr Essverhalten immer sehr, sehr stark kontrollieren, oder dass sie diese Kontrolle ihres Essverhaltens während der Schwangerschaft fortführen, was dann zu einer Unterernährung vom Baby führen kann. Beides ist wirklich nicht gerade gesundheitsförderlich und auch mit super viel Stress verbunden. Und gerade Stress sollte in der Schwangerschaft wirklich vermieden werden, weil sich dieser Cortisolspiegel, der dann erhöht ist, also das Stresshormon, ja auch auf das Baby auswirkt und auch auf das Baby übertragen wird. Ich habe zum Beispiel auch während meinen beiden Schwangerschaften weiterhin meinen Kraftsport gemacht, aber jetzt nicht irgendwie, um mein Gewicht zu regulieren, sondern einfach, um zu gewährleisten, dass ich gesund bleibe, weil Bewegung eben auch einfach zu einer guten Gesundheit beiträgt und weil ich auch einfach meinen Körper auf die bevorstehenden Belastungen, unter anderem die Geburt, vorbereiten wollte. Ich meine, zu einem Marathon geht man ja auch nicht, ohne vorher zu trainieren, und eine Geburt ist schon so eine Art Marathon. Wenn man beim Sport während der Schwangerschaft aber nicht auf den körperlichen Zustand hört, sondern sich immer weiter pusht und pusht und pusht, um vielleicht irgendwie Kalorien zu verbrennen oder eben das Gewicht zu regulieren, dann kann das extrem gefährlich werden und im Extremfall dann auch wirklich zu einer Fehlgeburt führen. Stopft man sich aber im Gegensatz dazu, blöd gesagt, 9 Monate einfach nur Müll rein, dann ist es auch gefährlich, weil Fast Food und Süßkram haben halt kaum Vitamine und Vitamine sind halt super wichtig, um einen gesunden Menschen heranwachsen zu lassen. Gerade während der Schwangerschaft ist es einfach super wichtig, dass man auf einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil achtet. Und ich glaube halt wirklich, dass es schwierig ist, wenn da diese Fixierung auf das Gewicht so extrem stattfindet, für Frauen, die eben sowieso schon Schwierigkeiten haben, nicht in solche Extreme zu fallen. 2 Monate nach der Geburt. Jessie Paschka verrät ihr Gewicht. Minus 30 Kilogramm nach der Geburt. So hat es Jessie Haller geschafft. Witzig, dass beide Jessie heißen. Das ist jetzt ein Zufall, der mir gerade erst auffällt. Aber vielleicht ist es auch kein Zufall. Und wenn ihr wollt, dass eure Kinder später mal berühmt werden, dann nennt sie einfach Jessie. So viel wiegt Eva Benetatu nach ihrer Schwangerschaft. Oder auch die 12 krassesten After-Baby-Bodies der Stars. Sorry, falls ich die Namen jetzt irgendwie falsch ausgesprochen habe. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich keine einzigen dieser Menschen kenne. Aber sie sind auf jeden Fall berühmt genug, um bei Promiflash zu landen. Ich denke, es ist deutlich, worauf ich hinaus möchte. Es ist ein unglaublich großes Thema, wie viel nach der Schwangerschaft abgenommen wurde und wie man zu seinem krassen After-Baby-perfekten Body zurückgekommen ist. Am geilsten sind dann aber auch noch Inhalte wie die ungeschönt, diese Stars zeigen ihre echten After-Baby-Bodies. Und dann folgen halt Fotos von Frauen, die normschön sind und um deren Figur sie manche noch nie schwangere Frau beneiden würde. Wenn man sich dann so einen Artikel durchliest und da drin steht, wie viel Sport die Frau macht und wie wichtig es ist, dass man auf die Ernährung achtet, bla bla bla, dann kann das bei so mancher frisch gebackener Mutter schon auch den Druck aufbauen, jetzt selbst mal wieder langsam in die Pötte zu kommen und Sport zu machen und sich mal zusammenreißen und sich vor allem nicht gehen zu lassen. Aber Prominente sind halt schon finanziell ganz anders aufgestellt als die durchschnittliche Mutter und können sich im Zweifel vielleicht auch die Nanny und den Personal Trainer und den Koch leisten. Und vielleicht auch die ein oder andere Schönheitsoperation. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser Frauen ihr Geld dann tatsächlich auch mit ihrem Aussehen verdienen. Das heißt, es ist für die auch wirklich essentiell, wieder gut auszusehen. Diese Voraussetzungen haben die meisten anderen Frauen aber wie gesagt nicht. Und deshalb finde ich es auch an dieser Stelle wieder so problematisch, dass hier dieses Gewicht und das Aussehen von diesen prominenten Frauen so krass in den Vordergrund gestellt wird und das auch so getan wird, als ob es super easy wäre, diesen Traumkörper nach der Schwangerschaft wieder zu erreichen. Aber es ist jetzt ja auch
nichts Neues, dass Frauen in ganz komische Schönheitsideale gepresst werden oder für Dinge geschämt werden, die komplett natürlich sind, wie zum Beispiel Achselhaare. Brustwarze und Behaarung. Ja, ich hab, natürlich, was soll ich denn rumschwindeln? Ich hab Haare an der Brustwarze, hat jeder Mensch. Aber doch nicht Frauenmanier. Natürlich, hast du auch Brusthaare? Ja, hab ich, ja, aber ich Männer haben, Frauen nicht. Ach so, dann gehen wir jetzt mal durch. Hast du Achselhaare? Ja. Hab ich auch. Ja. So, hast du Arschhaare? Ja. Hab ich auch. Digga, ehrlich, jetzt habe ich komplett anderes Bild. Das ist gar kein Thema. Ist es jetzt positiv oder negativ? Nein, ist negativ eigentlich gemeint. Ja gut, das ist mir eigentlich scheißegal. Kann sie auch wachsen lassen, wenn du möchtest. Fertig, Alter. Also die anderen Frauen, die waren immer schön glatt. Und das hat mir sehr gefallen. So viel dazu. Nicht wenige Frauen empfinden komplett normale körperliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel kacken zu gehen, als extrem unangenehm und schämen sich dafür. Und das gleiche gilt auch für Schwangerschaft und Geburt. Also es wird immer über Schwangerschaft und Geburt berichtet, aber nur in so einem ganz klinischen, reinen, ästhetischen Raum. Und wenn man mal darüber spricht, wie es einem wirklich geht, dann ist es gleich irgendwie anmaßend und man ist nicht dankbar genug, dass man jetzt gerade Leben geschenkt hat. Das heißt aber auch, dass viele Frauen gegenüber ihren Erlebnissen unter der Geburt Scham empfinden und zum Beispiel nicht darüber sprechen können, dass sie eine Geburtsverletzung haben, dass sich vielleicht ihr Vaginalbereich anders anfühlt oder dass sie im schlimmsten Fall unter der Geburt gekackt haben. Und diese Scham bleibt dann schönerweise nach der Schwangerschaft erhalten, indem sie sich dann anfangen, für ihren eigenen Körper zu schämen, der halt nicht derselbe Körper ist wie davor, weil er hat ja auch einen fucking Menschen gemacht, sondern der sich eben verändert hat, was auch seine Daseinsberechtigung hat. Und dann kommen auch noch solche Sachen. Sophia Vegas schreibt unter ihrem Bild: Mein Körper 7 Monate nach der Schwangerschaft. Keine Ausreden an uns Frauen. Wer Babys bekommen kann, hat auch die nötige Disziplin, um sich richtig zu ernähren und wieder in Form zu kommen. Was Sophia hier nicht erwähnt, ist ihre Brustoperation, ihre Nasenoperation und dass sie sich 2 Rippen hat entfernen lassen, um in weibliche Schönheitsideale zu passen, aber nur mal so nebenbei. Also ja, wahrscheinlich könnten Frauen sogar in ihren alten Körper zurückkommen, wenn sie nur genug Zeit und Kraft und Energie da rein investieren. Aber nochmal, wie soll das für eine durchschnittliche Frau mit einem durchschnittlichen Einkommen überhaupt realisierbar sein? Hinter all dem steht natürlich das Bedürfnis, dieser Rolle der perfekten Frau und Mutter gerecht zu werden und am Ende eben auch der Wunsch, Männern zu gefallen. Denn wer hat dieses Bild der perfekten Frau und Mutter überhaupt erst in die Welt gesetzt? Es gibt ja diesen bekannten Spruch, Frauen werden alt und Männer werden interessanter. You got me acting out, you. All tenderness is out the window. Unter diesem Video ist einer der Top-Kommentare. Dieser Filter zeigt euch Frauen, warum Männer euch in eurer Primetime lieber mögen, als nachdem ihr Erfahrungen gemacht habt. Denn welche Funktion könnte eine Frau denn sonst noch haben, wenn es nicht darum geht, für einen Mann schön zu sein und ihn zu befriedigen? Aber interessanterweise ist es auch neu, dass Mütter als sexuelle Wesen wahrgenommen werden. Dass sie sexuell verfügbar sein müssen, stand sehr lange außer Frage. Die Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1997 verboten. Aber relativ zeitgleich ist dann praktischerweise zum ersten Mal der Begriff MILF aufgetaucht, also Mother I'd Like to Fuck. Und zwar 1999 in dem Film American Pie. Seitdem ist es gesetzt. Eine gute Mutter ist nicht nur aufopferungsvoll, hingebungsvoll und immer für die Kinder da, sondern eben auch MILF. Also fickbares Material. Sexuell willig, sexuell verfügbar, immer sexuell attraktiv für den Mann, um ihm gerecht zu werden. Und ich muss zugeben, dass ich das selbst so lange verinnerlicht hatte, weil ich war zum Beispiel auch der Meinung, dass eine Frau, die von ihrem Mann betrogen wird, selbst daran schuld ist, wenn sie sich eben nach den Kindern hat gehen lassen. Dass hinter diesem sich gehen lassen meistens eine super krass erschöpfte, gestresste und ausgebeutete Frau steht, die von ihrem Mann null Unterstützung bekommt, das will dann wieder keiner hören. Dafür wird dann aber aus dem After-Baby-Body und der Milfisierung richtig schön Kapital geschlagen. Es gibt zahllose Abnehmprogramme für Mütter, die teilweise sogar Milf-Maker-Programm heißen. Ganz ehrlich, spart euch das Geld. Wenn ihr nicht in eure alte Jeans passt, kauft euch einfach eine neue. Da seid ihr besser mit beraten.
Wie ich gerade schon gesagt habe, steht hinter der Mutter, die sich gehen lässt, meistens einfach eine total erschöpfte Frau. Eine Frau, die komplett am Ende ist, körperlich und psychisch. Stress hat einen nachgewiesenen Einfluss auf das Gewicht. Wenn man viel Stresshormon, also Cortisol, ausschüttet, kann es zu einer Insulinresistenz kommen und diese führt dann wiederum zu vermehrter Einlagerung von Fett im Bauchraum. Die meisten Frauen leiden außerdem in den ersten Babyjahren extrem unter Schlafmangel. Menschen, die unter Schlafmangel leiden, haben ein höheres Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Diabetes Typ 2 führt wiederum zu einer Insulinresistenz, was dann auch zu einer Gewichtszunahme führt und außerdem führt Schlafmangel dazu, dass man vermehrt das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Aber ist ja kein Problem, weil wenn die Frau stillt, dann purzeln die Pfunde ja wie von alleine. Das ist auch nicht unbedingt so. Es gibt viele Berichte von Frauen, die erzählen, dass sie durch die Stillzeit nicht ab, sondern zugenommen haben. I'm a dietitian and a personal trainer and I've always been relatively fit and lean most of my life because I've always worked on my nutrition and my fitness. I never was shredded, but I always was at a healthy weight. I didn't struggle with my weight until I was breastfeeding and actually gained 20 to 30 pounds and really struggled to get that weight off for an entire year. Diese Gewichtszunahme wird mit den Änderungen im Hormonhaushalt von Frauen erklärt, nämlich dass sie durch das Vollstillen einfach weniger Östrogen ausschütten, was dann dazu führt, dass ihr Stoffwechsel einfach verlangsamt ist. Dieser geringere Östrogenspiegel kann auch zu Wassereinlagerungen führen. Außerdem sind manche Frauen nach der Schwangerschaft von einer Schilddrüsenerkrankung betroffen, die dann auch zur Gewichtszunahme führen kann. Lustigerweise findet man für diese Frauen ganz viele Tipps, wie sie trotz dieser Problemchen denn schön abnehmen können. Schon ein bisschen absurd, dass in einem Artikel erklärt wird, dass es hormonelle Ursachen gibt, auf die man keinen Einfluss hat, wegen denen man Gewicht zunimmt und trotzdem wird einem der Tipp gegeben, man soll sich noch mehr bewegen und noch mehr Salat essen und noch weniger Kalorien zu sich nehmen. Dabei ist es gerade während der Schwangerschaft und der Geburt so wichtig, dass der Körper gesund ernährt wird und genug Vitamine hat und genug Energie, um diese Zeit überhaupt zu überstehen. Und da kommen wir auch zu einem Punkt. Wenn du zu den Frauen gehörst, die Probleme mit dem Gewicht, also sagen wir mal in deinen Augen zu viel Gewicht nach der Schwangerschaft hat, woran liegt das? Hast du dich schon mal gefragt, woran das liegt? Hat es tatsächlich körperliche Ursachen? Hast du das schon mal überprüft? Oder hat es tatsächlich auch mentale, also psychische Ursachen? Geht es dir vielleicht einfach nicht gut? Bist du vielleicht einfach diese erschöpfte, ausgelaugte, ausgebeutete Frau? Oder ist dein Körper einfach nur komplett normal und du bist extrem selbstkritisch, weil du dich mit irgendwelchen anderen Frauen vergleichst auf Social Media, die vielleicht auch das ein oder andere Bild retuschiert haben oder die ein oder andere Schönheitsoperation hinter sich haben? Weil das Gewicht wirklich nichts über die Gesundheit aussagt, denke ich, es ist viel, viel wichtiger, dass ihr nach einer Schwangerschaft versucht, etwas für euch selbst zu tun, wenn ihr natürlich die finanziellen Mittel und das Privileg habt, das überhaupt zu können. Vielen Frauen, denen es nach der Geburt zum Beispiel schlecht geht, fehlt auch einfach der Rückhalt durch ihren Partner. Es ist kein seltenes Phänomen, dass Frauen einfach nicht mal die Zeit haben zu duschen oder alleine auf Toilette zu gehen, während der Partner immer noch weiterhin fünfmal die Woche zum Training geht. Diesen Müttern zu sagen, ist ja kein Wunder, dass dein Mann fremd geht, du lässt dich ja auch gehen, ist einfach auf so vielen Ebenen so, so, so falsch. Wenn dein Mann Zeit dafür hat, Sport zu machen, dann hast du definitiv das Recht, diese Zeit auch einzufordern, um irgendwas für dich zu machen. Dein Mann ist auch Vater geworden. Er ist ein vollwertiges Elternteil, was vollwertig seine 50% Verantwortung übernehmen kann. Schwangerschaft und Geburt verändern unsere Körper. Das ist okay so. Das darf, soll und muss so sein. Es ist einfach nur wichtig, dass du dich selbst anerkennst und dich selbst so akzeptieren kannst, wie du bist, auch obwohl du nicht mehr diesem komischen Schönheitsideal entsprichst. Naomi Wolf schrieb 1990 in Mythos der Schönheit: Wenn eine Kultur auf weibliche Schönheit fixiert ist, geht es nicht um weibliche Schönheit, sondern um weibliche Unterwerfung. Diät halten ist das wirksamste politische Sedativum der Geschichte der Frauen. Eine latent verrückte Bevölkerungsgruppe ist eine lenkbare Bevölkerungsgruppe. Hört auf euch selbst, kümmert euch um euch selbst, soweit es eben möglich ist. Das hat auch viel mit Privilegien zu tun, da könnt ihr euch auch mal ein letztes Video nochmal zu anschauen. Und ein gesunder Körper ist ein schöner Körper. Es bringt nichts, wenn du nicht gesund bist, weil Gesundheit besteht nicht nur aus schlank sein, sondern Gesundheit hat immer emotionale und körperliche Komponenten. Es ist immer ein Zusammenspiel. Wenn es dich emotional kaputt macht, in irgendein Schönheitsideal zu passen, dann wirst du am Ende nicht wirklich schön sein und es wird dich auch am Ende nicht glücklich machen, nur dass du da jetzt reinpasst, weil du eben emotional am Ende ist. Schönheit ist auch was, was von innen kommt und was man eben ausstrahlt. Mir ist gerade aufgefallen, warum es am allerwichtigsten ist, dass man sich selber mag. Digga, stell mal vor, du liebst Oliven. Du magst sie einfach, ist einfach so. Du magst einfach Oliven gerne, sie schmecken dir, okay? Es ist einfach so. Und jemand sagt,
Digga, nein, Oliven sind eklig. Du denkst dir, okay, aber ich mag sie halt. Weißt du, was ändert das? Es ändert nichts, dass ich sie mag. Ich lasse mich nicht davon beeinflussen, was du denkst. Ob du Oliven magst, ist dein Ding. Ich mag Oliven. I don't care if you don't like them. Sie werden nicht ekliger schmecken, nur weil du sie nicht magst. Genau so ist es mit dem Selbstwert, Digga. Genau so. Sorge dafür, dass du selbst nicht auf der Strecke bleibst und dass du dir irgendwie gerecht werden kannst. Vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich, wenn, dann immer nur mit dir selbst und überleg, was du noch für dich tun kannst, damit du dich allgemein besser fühlst. Und ja, sei eine Olive. So, das war's auch wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert mal gerne, wie ihr euch in eurem Körper während, nach der Schwangerschaft fühlt, was diese Schönheitsideale mit euch machen, gemacht haben und wie ihr damit umgeht. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und guckt auch mal in meiner Insta-Story rein. Da kriegt ihr mehr Einblicke in meinen Alltag, aber eben auch manchmal so Wissensinput, je nachdem, was mich gerade beschäftigt. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.